Das Internet verbindet Menschen und ihre Interessen, besonders in Liebesdingen. So geschehen bei Andreas Prien. Der ist 15, als er feststellt, dass er Männer mag und steht damit in seiner Kleinstadt an der Kieler Förde erstmal ziemlich alleine da. Denn offen schwule Männer kennt er nur aus der Lindenstraße, bis er anfängt, sich im Netz umzuschauen. Ich hatte in diesen Chaträumen das erste Mal das Gefühl, mein wahres Ich zu zeigen und nicht irgendetwas vorzuspielen oder der zu sein, den andere vielleicht wollen, dass ich der bin. Im Chat bekommt er endlich Antworten auf die Fragen, mit denen er die ganze Zeit alleine ist. Hier bekennt er sich das erste Mal zu seiner Homosexualität. Und nicht zuletzt verdankt er sogar seine erste Verabredung der Plattform Planet Romeo, damals noch Gay Romeo. Ich wusste halt, dass das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie Kontakte zu bekommen und tatsächlich auch ein konkretes Date auszumachen. Ich war noch nicht so weit, mich einfach in irgendeine schwule Bar zu begeben. Bei einem Besuch in Berlin verbringt Andreas Prien 4 Stunden im Internetcafé. Dann trifft er das erste Mal einen anderen Mann und lernt über Umwege noch am selben Abend die erste Liebe seines Lebens kennen. Viele Lesben und Schwule können ähnliche Geschichten erzählen. Vom Kennenlernen und Verlieben übers Netz. Schon als es der heterosexuellen Mehrheit noch peinlich ist, gehen Schwule und Lesben ganz selbstverständlich auch online auf Partnersuche. Eben auf Planet Romeo, Lesarion oder per App mit Grindr. Mit eingebautem Partnerradar. Die homosexuellen Early Adapter machen vor, wie einfach Dating sein kann. Und das lädt natürlich zum Nachmachen ein, weiß Jan Noll, Chefredakteur des queeren Stadtmagazins Siegessäule. Dieser Siegeszug von diesen Dating-Apps, vor allen Dingen in der schwulen Community, hat sicherlich dazu geführt, dass viele Heterosexuelle gedacht haben, okay, das ist auch etwas, was ich mir für mich vorstellen kann. Hat natürlich auch gut und gerne 15 Jahre gedauert, bis sich das bei den Heten durchgesetzt hat. Ne? Und diese neue Offenheit beim Dating hat einen Namen. Tinder. Mittlerweile 40 Millionen zumeist heterosexuelle User nutzen die Erfolgs-App und suchen hier Flirt, Sex oder Liebe. Dass es sich bei Tinder um eine Kopie der schwulen App Grindr handelt, stört niemanden. Sicher ist, Tinder hat Online-Dating von seinem Silver-Surfer-Image befreit. Und plötzlich haben auch heterosexuelle Teenager und junge Erwachsene ohne Vermittlungsschwierigkeiten ganz selbstverständlich ein Online-Dating-Profil. So wie Nele Lemmer. Sie schätzt Tinder als unkomplizierte Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Außerhalb des Dunstkreises aus Uni, Job und Freundeskreis. Ganz nebenbei und möglichst ohne Erwartungen. Bei einer Online-Dating-Plattform, die zielgerichtet ist, sieht es natürlich anders aus. Tinder lässt halt wirklich alles offen. Und das macht es halt auch sehr spannend, sehr interessant. Und wer Tinder nutzt, der sollte keine Angst vor Überraschungen haben. Nele Lemmer etwa lernt über Tinder einen Mann kennen, den sie inzwischen seit 5 Monaten trifft. Allerdings nicht ohne Komplikation. Denn die appgestützte Beziehungsanbahnung führt zu 9 Problemen. Okay, er ist auf Tinder angemeldet, ich bin auf Tinder angemeldet. Natürlich trifft er auch andere Mädchen, natürlich treffe ich auch andere Männer. Und deswegen geht man von vornherein, glaube ich, mit einem etwas unguten Gefühl in so eine Sache rein. Auch Andreas Prien kennt den Stress, den die unbegrenzten Dating-Möglichkeiten eröffnen können. Man schaut ständig sich um und guckt, ist da noch jemand in der Nähe, der vielleicht interessant sein könnte. Smartphone-Dating ist eben eine Frage der Dosis. Das gilt für heterosexuelle Frauen wie für homosexuelle Männer. Nele Lemmer und Andreas Prien haben die Dating-Apps Gelegenheiten eröffnet, die sich sonst nicht geboten hätten. Welche man davon ergreifen möchte, muss man aber selbst entscheiden. Ganz analog, am lebenden Objekt.